So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Maker 2. Der letzte Part war etwas demotivierend, denn wir haben dieses Level hier leider nicht abschließen können. Jetzt geht's wieder mit Twakes Level weiter. Das heißt, wir haben hier... Da sind wir, ne? Draconis ist das nächste. Ein Herz. Was ist das denn für ein Weltrekord? Was ist sein eigener Rekord? Was ist seine eigene Zeit? 1,56. Okay. Dann... Ist das okay? Ich dachte gerade schon. Dann wären wir vielleicht auch so an die 10 Minuten. Keine Ahnung, wir werden sehen, was passiert. Uff. Ich hatte gerade ein bisschen Bedenken, dass das eine schnelle Zeit wäre, diese 10 Minuten. Weil dann hätte ich mich so in 100 Stunden hier noch gesehen. Na, das, puh. So. Normale Zeit. Ah. So ein Ding ist das. Das heißt, ich muss hier möglichst schnell immer an den Rand kommen. Okay, das ist eine interessante Idee. Habe ich so in der Level Art noch nicht gesehen. Vielleicht ist das jetzt was so ein bisschen vom Stil her bekannter geworden ist. Habe ich so noch nicht wahrgenommen. Das heißt, man muss immer wieder schnell genug an die Wand kommen. Sonst wird man zerquetscht, weil es halt zu schnell weitergeht. Interessante Geschichte. Kann kompliziert werden. Wir werden sehen. Bisher geht das alles klar. Vielleicht sollte ich nicht bis ganz an die Wand dran. Einfach aus den Gründen, dass es manchmal dann einen auch... Ah, okay, jetzt explodiert es immer schneller. Dass es manchmal einen dann auch mit hochjagt, aber ich glaube, das ist nett gebaut. Also nicht nett gebaut im Sinne von... Es ist schon sozial gebaut. Es ist nicht asozial gebaut, sagen wir so. Dass die Bombe einen mitreißen könnte. Und sowas passiert gerne mal, wenn man mit Bomben spielt. Aber das scheint sich hier... Ach, ich will nicht... Ich will nicht von dem Ding abspringen. Ich will von der Wand weg und dann so einen Dreher machen. Das wollte ich eigentlich. Leider wollte das Spiel das nicht. Ja, so einen Dreher wollte ich da halt ansetzen, ne? So, da geht's jetzt ein bisschen flotter. Und da muss ich jetzt gleich oben weiter... Ah! Da muss ich dann gleich oben... Irgendwie verpeile ich diesen riesen... Irgendwie verpeile ich diesen riesigen... Banzai-Bill oben. Ich weiß nicht warum. Der ist doch groß genug zum Treffen. Sollte man meinen, ne? Man sollte meinen, der wäre groß genug zum Treffen. Wow. Dankeschön. So, dann hier. Wow, langsam. Okay, jetzt gibt es hier keine Bombe. Nur den und der ist eine Münze. Der ist eine Münze, sage ich schon. Der ist eine Dings. Okay. Checkpoint? Nein. Warum kein Checkpoint? Twakes, warum an der Stelle kein Checkpoint? Hat das einen Grund?
Kann man da keinen setzen, weil irgendwas? Oder warum ist hier kein Checkpoint? War doch ein Abschnitt geschafft. Kann man doch einen Checkpoint setzen. Ach, verdammt. Oder er hat schon seine Checkpoints aufgebraucht und woanders gesetzt. Kann natürlich sein. Nintendo lässt ja leider nicht unendlich viele Checkpoints zu. Wäre leider möglich. Trotzdem demotivierend, wenn man den Abschnitt geschafft hat und den nochmal spielen muss. Ah, nicht sofort, nicht sofort. Ein bisschen warten und dann rüber. Das hätte ich doch jetzt schaffen können wieder. Oh, jetzt muss ich das jedes Mal neu spielen. Und habe noch nicht mal gecheckt, was in dem anderen Raum plötzlich passiert ist. Da ging es ganz schnell und ich habe keine Ahnung. Jetzt muss ich euch halt leider immer wieder den gleichen Raum zeigen, weil wir keinen Checkpoint bekommen haben. So, ich habe hier alle Zeit der Welt. Ich muss mich hier nicht hetzen. So. Aber was passiert jetzt da drüben? Zu viel. Muss ich den Sprung dann mit einem Wandsprung ersetzen? Oder was mache ich mit dem Sprung da? Ich weiß es nicht. Nein, ich will da immer direkt weiter und das ist Quatsch. Kann man ruhig ein bisschen warten. Und da kann ich auch warten. Wieso mache ich denn immer so hektisch? Da kann ich warten. Da passiert nichts. Ich kann da easy warten. Nee. Gerade eben hat es funktioniert. Jetzt hat er wieder einen Absprung gemacht. Warum machte man den Absprung und man nicht? Wahrscheinlich, wenn ich in der Luft erst bin oder so. Solange ich an der Wand hänge, darf ich halt die Sprungtaste nicht drücken. Dann macht er nämlich einen Absprung. Nicht sofort wie rüber. Das zieht einen halt aber auch so ein bisschen immer gleich mit weiter. Ne, durch die Dings. Durch das Scrollen verändert sich die Physik halt komplett. Irgendwie, keine Ahnung. Okay, kriege ich jetzt einen Checkpoint? Nein!
Immerhin haben wir jetzt den zweiten Teil gecheckt. Das immer wieder neu zu spielen, ist aber halt trotzdem irgendwie blöd. Aber wie gesagt, kann ja sein, dass er später noch Checkpoints gesetzt hat. Ach nee! Ach so geht's auch, ja okay. Dass er später noch Checkpoints gesetzt hat und die aber eben ja später kommen und dadurch einfach aber dann das Limit erreicht ist. Und man halt mehr nicht setzen kann und die dann hier noch nicht setzen konnte. Das würde ich sogar verstehen. Das würde ich sogar verstehen. So, aber wie mache ich das jetzt? Ich muss richtig schnell los. Oh no. Hä? Ach so. Hä? Oh Gott. Fährt es jetzt weiter? Ach so. Oh nein, ich hab's verhauen. Jetzt muss ich nämlich nochmal drücken. Und dann erst weiter. Ich war jetzt halt auf Scrollen vorbereitet, aber es scrollt gar nicht. Ich kann mir hier Zeit lassen. Ja, moin. Noch kann ich mir hier Zeit lassen. Ich weiß nicht, wie lange. Plötzlich ist es ein ganz anderes Level-Konzept. Darauf war ich überhaupt nicht vor. Ich dachte, sobald ich den dann aufdrücke, muss ich mich hetzen und dann geht's los und bum bum bum. War nix. Mit bum bum bum. Puh. Dass ich da so komisch werde auf einmal, ne? Das ist... Ich verstehe meinen Spielstil an der Stelle nicht. Oh Junge. Okay. Ja gut, jetzt kriegen wir die Stelle ja ganz gut hin hier. So, und jetzt einfach nicht direkt weiter rennen, sondern warten. Der Screen will einen so weiterschieben, aber nö. Muss ja nicht sein. Muss ja nicht sein. So. Nein! Oh Junge. Geht das noch? Geht das noch irgendwie zu retten? Da ist eine was ist denn das? Wenn man die Zeit auslaufen lässt, kommt da ein Checkpoint zum Vorschein. What? Hätte ich jetzt den Quatsch nicht gemacht, ich wollte mich gerade ärgern, dass ich so dumm war. Hätte ich den Quatsch gerade nicht gemacht, hätte ich das nie mitbekommen. What? Okay. Nein! Okay. Ja gut. Dann ist da wohl ein Checkpoint. Dann lassen wir die Zeit wohl mal auslaufen. Wenn ich da durch bin. Wo soll ich das denn wissen? Ich fühle mich veralbert. Ich fühle mich hart veralbert. So. So. No!
So. Ey. Wie? Wie soll man das denn mitbekommen, wenn man hier schneller durchkommt? Aber gut, dann ist da mein Checkpoint. Ist ja in Ordnung. Wenn ich jetzt zurückgehe, was passiert dann eigentlich? Dann hätte ich ihn auch wahrscheinlich gesehen, ne? Okay. Ja, dann ist das jetzt ein ganz anderes Levelkonzept auf einmal. Okay. Aber dann ist ja erstmal gut. Dann komme ich jetzt immer wieder hier raus. Ich hasse es halt nur dieses Gefühl, dieses Gefühl, dass du einen Abschnitt geschafft hast, aber nicht belohnt wirst dafür. Ja, weil du einfach immer wieder den Abschnitt nochmal spielen musst. Das finde ich immer richtig dumm. Ach. Apropos dumm. So. Da explodiert doch schon wieder was. Ah, jetzt geht's nach oben. Oh boy, was? Ah. Ah, verstanden. Okay. Na, dann bin ich ja zufrieden. Dann bin ich ja... Aber der arme Twix, ne? Der musste das wieder am Stück spielen. Uff. Das ist schon belastend. Wow, 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 wow. Langsam, langsam, langsam. Jetzt hört's gar nicht mehr auf. Okay. Okay. Da war ich zu ungeduldig. Da war ich zu ungeduldig. What? Das hat nicht funktioniert. Ja gut, aber da muss ich mich jetzt ja nicht hetzen. Da habe ich ja alle Zeit. Welt. Warum ist es jetzt was? Was habe ich anders gemacht als vorhin? Darf ich nicht so hoch, weil dann schon die nächste Bombe explodiert oder was? Wodurch wird die denn getriggert? Wahrscheinlich, wenn ich in die Nähe komme oder keine Ahnung. Aber das war ja gerade ungünstig. Wie habe ich die denn jetzt vorhin, ne? Weil das ist ja dann... Das war jetzt ja gerade, glaube ich, nicht mehr machbar. Man muss da ja stoppen können. Hoffe ich. Nicht, dass es eher Zufall war, dass sie vorhin stoppen konnte. Und es eigentlich so schnell nach oben geht. Wie man es gerade gesehen hallo. Hat. Aber das kann ja nicht sein. Das würde ja nicht funktionieren. Ja, tschüss. War nett mit dir. Yeah.
No. Jetzt habe ich Angst, hochzugehen. Weil das gerade so komisch war. Wie habe ich das fabriziert? Ich habe keine Ahnung. Ich hänge gerade doch vorne, hat doch alles noch funktioniert. Warum denn jetzt nicht mehr? Nein. Nicht gut. Ich bin zu langsam. Na, es geht. Naja. Es hätte gehen können. So, ich muss doch einfach nur da hoch. So, und jetzt ist Ruhe. Wie es gedacht ist. Und jetzt erst explodiert das Next. Ich glaube, ich war einfach zu weit in diesem Screen-Bereich oder so. Und dann ist der schon explodiert. Und dann war vorbei. Ach, das war sicherlich nicht so gedacht. So, einfach hier hinstellen und dann ist alles gut. So, easy. So, hier gibt es jetzt auch keine Bombe und nichts. Da oben ist wieder eine Bombe, okay. Weiß ich halt nicht. Und das ist auch kein Thema. Der kommt rüber. Ja, das ist jetzt nicht so gut. Da ist aber ein neuer Checkpoint. Das ist wiederum gut. Aber wie kann ich da verhindern, dass es direkt hochgeht? Oder muss ich einfach schneller sein? Aber der Abschnitt fühlt sich okay an. Also, wenn ich jetzt, wenn ich weiß, dass da der Checkpoint kommt, dann fühlt sich das schon viel, viel freundlicher alles an. So. So, und hier kann ich jetzt auch erstmal wieder chillen. Und dann ist vorbei mit chillen. Aber diesmal kommen wir hier schneller hoch. Jetzt hat's Bumm gemacht. Ah, das ist ein bisschen kritisch. Ach, ich seh's. Ich sehe, was ich falsch gemacht habe. Ich glaube, ich seh's. Mal gucken, ob ich recht habe. Ah, schade. Dachte, ich krieg's noch hin. Puh. Also gerade ist wieder viel Unvermögen von mir auch dabei, ne? Muss ich schon zugeben. Gerade ist nicht das Level schuld, sondern ich. Früher war es das Level, heute bin ich's. So. Okay, soweit ist das doch schon viel angenehmer. So. Ich meine, da war eine Lücke bei dem Swamp. Ja. Und da muss ich reinrutschen. Genau. Man muss das nur sehen. Oh, ich hab den nicht gesehen. Ich hab den oben nicht gesehen. Bin ich denn blind? Ups. Ah, jetzt hat man gesehen. Ich bringe mich mal kurz um. Jetzt hat man gesehen, wie er das timet. Guck mal, so macht er das. Ah. Interessant. Und erst wenn man in den Bereich kommt, wo dieser Stein ist, spawnt der Stein auch nämlich. Ups. Und manchmal wahrscheinlich auch durch und auf Blöcke.
Einmal durch so Steine, die spawnen. Und einmal durch die On-Off-Blöcke hier. Wenn der jetzt den auslöst, geht da oben die Bombe hoch. Clever. Zack. Siehst du? Sag mal, clever. Wow. Oh, Junge. Das war jetzt sicherlich nicht so gut, dass ich da Zeit mir gelassen habe. Ja, es geht höher. Das habe ich mir gedacht. Es geht höher. Okay. Okay, 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 okay. Also viel mit On-Off-Blöcken gelöst. Na, wahrscheinlich kursiert der Stein irgendwie da oben drin rum. Und wenn das Ding andersrum ist, so wie hier, dann geht der los. Irgendwie. Irgendwas muss der On-Off da oben auch machen. Wenn der blau ist, ist wahrscheinlich der Stein nicht aktiv. Keine Ahnung. So, jetzt aber go. Da sollte ich eigentlich eher hoch, sonst habe ich das gleiche Problem wie gerade eben. Ja, ja, ja. Wenn ich da nichts mehr sehe, komme ich nicht mehr hoch. Ich muss da eher hoch, bevor der ankommt. Der kommt ja mit dem Fallschirm auch an. Also das geht eigentlich klar. Oh oh. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Ja. Das war nicht mehr machbar. Also auf jeden Fall interessant überhaupt wieder. Nein, ist vielleicht wieder viel zu langsam. Interessant, wie das alles schon wieder hier aufgebaut ist, aber auf jeden Fall. Na, da fällt jetzt der Stein runter. Mist. Der vorhin schon die Bombe ausgelöst hat. So, jetzt habe ich's. Ah! Wollte gerade sagen, jetzt war ich wieder schnell genug. Aber nö. War ich leider nicht. Wir werden es doch. Oh oh. In unserer halben Stunde noch schaffen hier. Ah, jetzt bin ich wieder zu langsam. Nein, bin ich nicht. Der ist noch nicht explodiert. Sehr gut. Schnell hier. Und jetzt passt die Geschichte nämlich. Jetzt können wir hier uns mal mehr angucken. Wie rum der fällt. Oh boy. Oh Gott, 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 oh Gott. Okay, das ist Ziel. Sag ja, in unserer halben Stunde schaffen wir das. Oh, junge Twigs. Ja gut, aber es passt, ne? Letztes Mal ein Level von... What? Das war jetzt sogar schneller als der aktuelle Rekord. Alles klar. Aber knapp, das hatte auch irgendwas mit 9 Minuten. Der hatte auch irgendwas mit 9 Minuten. Das würde aber bedeuten, ich könnte sogar nochmal spielen und einen viel besseren Rekord aufstellen, weil jetzt wissen wir ja, wie es geht. Jetzt würde ich mich auch nicht mehr ganz so blöd anstellen. Aber nee. Ja gut. Ein Level Twigs, ein Level Alina, ne? Dann ist nächstes Mal wieder Alina dran. Mit Ghost House Challenge. Und mal gucken, was noch so kommt. Ich bin gespannt. Also gut, das ist wahrscheinlich nur, wenn hier steht Versus Ways. Das kann ich mir halt angucken, aber Sinn ergibt es natürlich nicht, wenn es ein Race ist. Ah, das ist auch ein Versus Race. Ach so, ja gut, dann gehen die vielleicht sogar flott. Na, mal gucken. Mal gucken, ich bin gespannt. An der Stelle jedenfalls danke fürs Zuschauen. Nächstes Mal dann wieder... Was ist eigentlich die Kugel neben der Flagge? Ach, die Medaille, ne? Maker Points. Jetzt kann man mal ganz kurz noch gucken, wo ich die... Was? Ah ja. Hatte ich jetzt nicht vor. Wo ich die Baumeister finde.
Es hieß ja, man kann irgendwie nach Baumeistern. Ah, vielleicht bei Detailsuche. Ich biete mir geschehen gerade Schlagwort. Nee. Wie kann man nach Baumeister suchen? Oh, was ist das denn hier alles? Spiele in deiner Nähe. Wie kann ich einen offiziellen Baumeister finden? Nee, ich will kein unangemessen. Da, 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 ganz unten ist meine Frage, natürlich. Wird dir eine Liste, wenn du im Level aus aller Welt die Baumeister ranglisten und dann wählst. Wo sind denn die Baumeister? Oh. Nintendo AU, Nintendo US, Nintendo JP, Nintendo... Das sind offizielle Baumeister? Ich dachte jetzt irgendwelche User und nicht Nintendo-Accounts. Oder ist das jetzt nach... Ich dachte... ach so... Ich dachte jetzt, da werden halt dann Level gesammelt und auch Baumeister, die tolle Sachen gebaut haben. Aber gut, vielleicht wurde das auch und es steht ja jetzt nicht dabei, von wem die sind. Keine Ahnung. Ne, es steht jetzt halt nichts, okay. Auch interessant. Auch interessant. Ja, gut. Dann ist das jetzt halt erstmal so. Ich bedanke mich an der Stelle aber fürs Zuschauen und sage Tschüss.